Moin Leute, mein Name ist Johnny Akaris, so die Leute, und heute schauen wir uns den Schlangenclan im Detail an. Der Schlangenclan ist militärisch sehr gut aufgestellt, allerdings auch nicht gerade einfach zu spielen. Was magst du am Schlangenclan? Schreib es jetzt in die Kommentare und bleib danach dran, um alles Wichtige über den Schlangenclan zu erfahren. Wir werden uns zu Beginn die Boni des Clans angucken, danach gehen wir eine Build, Lore und Upgrade Order durch und gehen das Militär im Detail durch. Abschließend schauen wir uns noch die Stärken und die Schwächen des Clans an. Der Clan ist einer der am schwersten zu spielenden Clans im Spiel. Für Anfänger und fortgeschrittene Spieler stellt der Clan durchaus eine Herausforderung dar, weil es hart ist, eine gute und stabile Echo aufzubauen und zugleich die Armee aufrechtzuerhalten. Dazu kommt viel Micromanagement, um den Clan zum Erfolg zu führen. Zu Beginn vom Spiel startet ihr mit eurer Kriegsanführerin Signy. Eine starke Kriegerin, die zu Beginn noch jung und unerfahren ist, aber mit dem Spiel älter und stärker wird. Es kostet kein Eisen und kann im Skirmisher Camp neu geholt werden. Das Skirmisher Camp ist ein exklusives Gebäude vom Schlangenclan, in dem Skirmisher geholt werden können. Außerdem kann der Clan keinen Ruhm erlangen, dafür kriegt Signy aber im weiteren Spielverlauf Fähigkeiten und man hat die Fähigkeit, mit Sweden Field, einem Gebiet, kurzzeitig mehr Produktion zu geben. Mit dem Nachteil, dass danach die Produktion gesenkt wird. Damit und mit etwas Micromanagement kann man sich aber eine gute Echo aufbauen, solange man am Ball bleibt. Unsere Kriegsanführerin Signy wird mit jedem Winter stärker. Nach dem ersten Winter erhält sie die Fähigkeit Cloaked, womit sie sich in Gebiete schleichen kann, die beispielsweise von Wölfen besetzt sind, und diese dann aggressiv auf den Gegner machen. Also sie wird von den neutralen Camps nicht angegriffen und kann das neutrale Camp aufladen, um den Gegner zu attackieren. Nach dem zweiten Winter wird sie um 50% stärker und sie gibt anderen Einheiten die Fähigkeit Cloaked. Ab dem dritten Winter dann, im Jahr 803, kann sie mit Scorched Earth Gebiete für 3 Monate verbrennen. Durch das Verbrennen verliert das Gebäude zwar 50% Produktion, aber die Einheiten und die Gebäude vom Schlangenclan kriegen 50% mehr Angriffsstärke. Während dem Cast ist Signy mit 100% mehr Verteidigung sehr tanky. Und wenn sie es in einem gegnerischen Gebiet aktiviert, lootet sie auch noch die Ressourcen. Unser Relikt Gungnir gibt allen Einheiten eine 10% Dodge-Chance und die passive Fähigkeit Stealth. Damit erkennen Wachtürme sie nicht, bis wir angreifen. Im Game dann fangen wir normal mit einer Speerhütte und einem Haus an. Mit den Speeren erkunden wir die ersten Gebiete und mit Signy können wir sie anschließend clearen, um nicht selbst angegriffen zu werden. Anschließend wollen wir Nahrungs- und Holzgebäude bauen. Ich baue davon jeweils 2. Um die Fähigkeit Sweden Field optimal zu nutzen. Sprich, wenn ein Gebiet weniger produziert durch den Debuff, wird einfach das andere Gebiet gebufft und immer so weiter. Wenn die Nahrung und Holzversorgung steht, bauen wir weiter Häuser, einen Heiler und einen Langschiff-Dock. Auch hier gilt, wenn du nicht so viele Küsten hast, setz lieber auf Händler und Märkte anstatt die Langschiff-Docks, um gut Gold zu generieren. Danach baust du Minen, um Eisen und Stein zu bekommen. Dabei setzen wir den Fokus erstmal auf Eisen, um unser Relikt zu bauen. Danach bauen wir eine Schmiede und eine Brauerei, um die Upgrades und schneller Einwohner zu bekommen. Gefolgt von nochmal Häusern bauen wir auch unser Skirmisher-Camp endlich und eine Kaserne. Dabei wollen wir irgendwann eine Armeestärke von 10 bis 14 erreichen, weil alles darunter leichter verteidigt werden kann, wenn wir den Gegner überrennen wollen. Und deswegen hören wir auch nicht auf, Kriegsgebäude zu bauen. Unser Wissensweg ist sehr vom Spielstil abhängig, weil man mit der Fähigkeit Stolen Lore eine Fähigkeit von anderen Clans stehlen kann. Außerdem haben wir Clan-Fachwissen, mit dem wir auch nützliche Boni kriegen können. Der Anfang ist aber in der Regel so, dass man auf Sharp Access geht, danach Rapacious Exploration. Damit kann man die Sweden Fields benutzen, um Zufriedenheit zu bekommen. Anschließend gehen wir den mittleren Militärstrang entlang und holen Weaponsmith, Poor Codes, Feeling Safe und Guerilla Tactics. Mit den Fähigkeiten sollten unsere Krieger stark genug sein, um immer angreifen zu können. Zum Schluss gehen wir auf Recruitment und Stolen Lore. Mit Stolen Lore empfehle ich entweder Field Rations zu gehen, wenn man eine große Armee hat und die besser versorgen möchte, oder man geht auf City Building, um sich eine fette Echo aufzubauen, oder Draconic Frenzy, um eine krasse Ein-Mann-Armee aufzubauen. Dabei kannst du auf jeden Fall mal alle 3 Varianten ausprobieren und mich wissen lassen, welche du am besten fandest. Ansonsten gehen wir zuerst auf Yords und anschließend auf Baldur's Blessing. Und mit unserem Clan-Fachwissen wollen wir sowas wie vom Wolfs- oder Drachenclan haben. Wir gehen normalerweise auf Upgrades vom Clanhaus, gefolgt vom Langschiff-Dock oder den Händlern und anschließend der Kaserne. Ein Spielhaus ist auch wichtig im 1v1, damit du deinen Gegner optimal unter Druck setzen kannst. Im Teamplay scoutet aber gewöhnlich ein Teammate. Unser Eisen stecken wir dann in die Seefahrer oder Händler, je nach Gegebenheiten, dann ins Relikt und anschließend in die Armee. Zum Militärsweg lässt sich sagen, dass Leadership übelst gut mit Signy harmoniert.
Du bekommst ein extra Schild gratis und die Waffen-Upgrades sowie die Buffs sind für Signy auch nicht schlecht. Dabei kannst du jetzt mit dem Schlangenclan zwei Wege gehen. Einmal kannst du eine große Armee aufbauen und den Gegner überrennen. Diese Armee lässt dich mit der Stone Lore Fähigkeit Field Rations gut versorgen und durch die Buffs von Signy und ihrer Fähigkeit bist du damit sehr schnell sehr stark. Für längere Games und für den Einstieg mit dem Schlangenclan würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Diese Taktik ist nämlich etwas einfacher, weil weniger Micromanagement erforderlich ist. Eine weitere Angriffstaktik ist, dass du mit Draconic Frenzy und Signy alleine deinen Gegner zum Aufgeben zwingst. Dabei sendest du immer wieder Signy in die Gebiete deines Gegners und tötest einfach seine Arbeiter oder lässt Signy neutrale Camps deinen Gegner angreifen. Das gleiche kannst du auch mit Skirmishern machen und mit Draconic Frenzy werden deine Einheiten echt zum Monstern. Ohne Arbeiter wird es deinem Gegner dann schwerfallen, sich aufzubauen und kann schnell die Gebiete und die Lust am Game verlieren, sodass du einfach gewinnst. Diese Taktik ist im 1v1 stärker als im Teamplay und ich würde sagen im Early- und Midgame noch stärker als im Late-Game. Wenn ihr aber ins Late-Game kommt und dein Gegner sich verteidigen kann, kannst du hier auch mal mit einem Gegenangriff rechnen. Egal wie du angreifst, du solltest es schaffen, nach dem ersten Winter anzugreifen, weil du ab da durch neutrale Camps laufen kannst. Die Stärken des Clans sind auf jeden Fall die Flexibilität und die militärische Stärke. Du willst wirklich guerillamäßig deinen Gegner fertig machen. Und das kannst du mit dem Schlangenclan auch gut machen. Ich kann den Clan aber Neulingen nicht empfehlen, weil du viel beachten musst. Hierbei ist die Sweden Field Mechanic der Schlüssel zum Erfolg. Die Schwächen des Schlangenclans sind die teilweise squishy Einheiten. Deine Skirmisher haben weniger Leben und Rüstung und platzen förmlich, wenn man sich fokussiert. Außerdem hat der Clan es im Winter schwer und wenn man mit Sweden Fields nicht gut umgeht, hat es sogar sehr, sehr schwer. Dadurch bist du im Winter auch anfälliger für Angriffe, was du gegen den Clan auch gut benutzen kannst. Clans mit einer einfachen Echo, die auch selbst eine gute Armee aufbauen können, werden dem Clan auf jeden Fall gut Paroli bieten können. Der Wolfs- und der Lux-Clan können das und die würde ich auch gegen den Schlangenclan picken. Der Schlangenclan ist also wie für dich gemacht, wenn du gut im Micromanagement bist, Krieg liebst und gerne früh angreifst. Ich hoffe, dir hat der Guide zum Schlangenclan gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch den Guide zum nächsten Clan.